Ihr seht schon im Hintergrund ein LG 2020 OLED-TV. Wow! Yo, was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zu diesem arschgeilen Video und diesem arschgeilen Tag. Mit dabei ist heute mein... Freiwillig nach Köln gekommen, was geht ab? Absolut nicht. Wir haben nämlich heute eine Wenn-ich-du-wäre-Aufgabe in diesem Video integriert. Lukas, ich habe ja damals gesagt, wenn ich du wäre, machst du mal einen Rückplatzzug für mich. Ja. Und dementsprechend schauen wir jetzt auch auf diesen wunderschönen Fernseher, den du da gleich nochmal sehen hast. Ganz kurz, muss ich die denn positiv machen oder kann ich sagen, was ich will? Absolut, du musst die genauso machen, wie ich sie vorgebe. Auf diesem wunderschönen Fernseher machen wir jetzt eine kleine Lachen-Challenge, meine Freunde. Ihr kennt das Spiel. Du lachen, du Wäscheklammer. Lukas, wenn ich lache, kriegst du eine Wäscheklammer. Lukas, wenn du lachst, kriegst du eine Wäscheklammer. Ganz einfach. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Julup Exe Deutsche Meme vor 2 Tagen. Ganz kurz, aber nur ins Gesicht, oder? Nee, nur an den Schwanz. Einfach nur an den Schwanz. Die Wäscheklammern kommen nur an den Penis. Okay. Liebe Grüße, mach's gut. Und... Okay, fangen wir an. Julup Exe, let's go. War ein bisschen knapp? Ja. Ja. Das. Okay, Drehne, sag mal, I like cops. Boah, das hab ich schon gesehen, dass du... Ja, gut. Das Ritz-Carlton steht für Luxus, Service und Orangensaft. Turner! Im Ritz-Carlton wurde Orangensaft verschüttet. Es wurde Orangensaft. Frag mich, was für Saft? Frag mich, was für Saft? Was sind das für Wäscheklammern, Alter? Die tun ja ultra weh. Digga, sind das so Fetischklammern? Ich hab mir 400 PS Monster geholt, hab mir gedacht, jetzt werden meine DMs voll sein mit irgendwelchen Jessicas, die mit mir rumfahren wollen. Aber alles, was ich bekomme, sind Komplimente von Hakan, Mustafa und Ali über meinen Auspuff, Blech. Da kann ich auch direkt auf... Du kriegst von mir Informationen, die sonst keiner hat. Hast du was macht der? Oh, ne. Nee, Mann. Wieso macht der sowas? Weird Champing. Das stand nirgendwo, dass der sowas macht. Richtig. Richtig enttäuscht von mir selbst. Na, du hast ihn enttäuscht. Real Talk. Ich bin richtig enttäuscht, einfach weil ich, ja, mich richtig, weil ich alles gegeben habe. Und wenn es dann nicht klappt, dann fuck ich das. Ey, hab ich gedacht. Natürlich. Ey, ich hab jeden. Er hat auch gedacht. Er hat genauso gedacht. Alter, das war gelernt. Wäscheklammer. Belehrt. Wäscheklammer. Yeah. Leute fragen mich immer wirklich immer ab, wenn ich so komisch abbeiße. Was soll das denn? Warte. Das ist schon Lachen. Du kannst mir nichts erzählen, das ist schon Lachen, kommt, oder Leute? Kommt auf den Sound an. Yo, ja, wenn sorry. Wenn man so bald mal Luft aus dem Mund raus so. Aber neben mir sitzen. Hier, Freunde, in einer Woche, Digga. Ohne Spaß, nicht schlecht Wetter geworden, hätte ich wirklich niemals gedacht, Bro. Krass, ey. Aber Respekt, Mann, ja, besser, Mann, Digga. Ich liebe den. What the f*** war das? So ein Krokodil. Lukas. Lukas. Was macht der denn da? Der ist eingeschlafen. Wie kommt man darauf, sich das an den Hals zu machen? Warum Hals? Leist dir ja Geld von uns aus. Ja. Und fürs Ausleihen musst du uns dann ein bisschen mehr da wieder zurückgeben. Achso, das ist die Gebühr, die ich dann zahle, weil du mir was leihst. Genau. Ist das viel, oder? Bei dir wären es jetzt in dem Fall 20 Euro. Oh, es war ausgeatmet. Alter, es tut gerade so weh in meinem Gesicht. Ich hab eingeatmet, eingeatmet, Alter. Jury? Der hat eingeatmet. Du hast keine Ahnung. Einfach ganz kurz, hast du nicht Bock, vielleicht kurz Werbung für uns machen für den Fernseher? Nö, das Werbevideo und ich bin jetzt schon dabei. Dann würde ich sagen, kommt jetzt ganz kurz ein Einspieler, wie du Werbung machst für den Fernseher. Hey Leute, was geht? Darf ich euch heute mal was ganz Besonderes zeigen? Nee. Lukas, ich bin gerade beschäftigt, bitte drehe kurz ab, ja? Gar kein Problem, denn wir befassen uns heute mal mit deinem neuen Fernseher. Ihr seht schon im Hintergrund, ein LG 2020 OLED-TV. Wow! Falls euch jetzt fragt, was ist denn genau OLED? Was ist denn genau OLED? Wie ihr das Ganze schon bei dem Bild seht, Leute, wir haben hier ein perfektes Schwarzgeld, brillante Farben und einen makellosen Kontrast. Aber das war noch nicht alles.
Trash? Neben dem Ganzen, was wir jetzt schon erwähnt haben, gibt es hier noch einen G-Sync. Das heißt, unfassbar flüssiges und super schnelles Bild. Alter, es ist so schwer, ne? Ich cringe mich gerade an, das ist eine Toast. Aber Leute, kommt mal mit, ich zeige euch noch genaueres. Es geht noch weiter. Wie ihr ja gerade wisst, wir sind ja hier bei Revinside und das ist ja nicht irgendjemand, sondern ein Gaming-Streamer und YouTuber. Denn dieser Fernseher hier ist natürlich auch perfekt fürs Gaming geeignet. Ihr habt eine Millisekunde Reaktionszeit, 120 Hertz, VRR und allem sowie eine HDMI 2.1. Und das heißt so viel, ihr könnt hier mit 120 FPS zocken. Chock. Und wie auch gerade im Hintergrund seht, ihr könnt natürlich auch von eurem Lieblingsstreamer das Ganze zu Hause angucken über die Twitch-App, die ihr nämlich bei der LG Content Store-Seite bekommt. Da könnt ihr unter anderem den Twitch-Stream von Revinside gucken. Wieso ist an der Stelle jetzt gerade Papa Platte live? Aber falls euch der Fernseher interessiert, schaut doch einfach mal in der Beschreibung vorbei, denn da befinden sich noch weitere Informationen. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ab im Warenkorb. Okay, deutsche News, die NRW-Verbot haben. Let's go. Hallo, ich bin Kevin Teller und ich bin sehr männlich. Naja, du bist männlicher geworden. Hebel genommen. Also, so mache, so und das abschicke und mich dann selber einschlage. Alter! Das ist halt einfach ein krasser Streamer. Der hilft dir so. Absolut. Moin Monte, auf einen geilen Stream. Kannst du mir sagen, was gegen Vermissen hilft, wegen Freundin? Wiedersehen. Der pragmatische Boss. Der Rede ist ein Lachen. Ich mach dir jetzt ein paar. Eine Nase. Oh ja. Ich will eine Nase stimmen. Ich mach's. Was schätzt du denn, was ich so akrobatisches beruflich mache? Boah, irgendwas mit Sport auf jeden Fall, ne? Das ist nur eine Art von Sport. Ist auch eine Art von Sport, ja. Reiten oder was? Wird Spaß, nein, Spaß. Jetzt hab ich keine Ahnung, jetzt bin ich verwirrt eigentlich. Kommt halt. Sag's ihm, sag's ihm. Okay, ich bin Darstellerin für Erwachsenenunterhaltung. Also so Comedy oder wie? Comedy. Comedy ist ja Erwachsenenunterhaltung. Für Kinder ist das nicht geeignet. Nee. Was ist mit Jens eigentlich los? Boah, es tut gerade so weh. Alles klar, oder was? Na, Alge, 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 ja! Oh, oh. Wo ist das von? Das ist normal. Das kenne ich. Machen wir weiter. Schon für den nächsten Clip. Hey, Siri, Lala, Mäuse. Ach so! Ich kann schon alles. Oh! Das war jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal. Ah! 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 Hey, ist langsam zu viel. Ach, leck mich doch. Warum mach ich sowas mit? Ich lach immer. Meine Lippe zuckt unkontrolliert. Rosen sind rot, es wird sehr kalt im Dezember. Ich verlose diesen Rentner. So, jetzt kommt dann nochmal eine richtige Ladung hinten raus. Egal, was du erzählst. Bobby? Ab jetzt machen wir den noch Mimikverzieh. Ey, was? Ja, Junge, what the f***? Kommt nach Mallorca, wir haben hier so viel Spaß, ja, und auch Sch*** in mein Auto. Der König der Piraten. Ich hab kurz Husten gehabt. Ich hab den Husten noch genommen. Das ist ausatmen. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte. Was, Bruder? Du bist dein Bruder. Es tut mir so weh! Komm, ich bin jetzt noch. Body machen! Du warst ja. Alter! Leute, er tut dein Gesicht so weh, ne? Geht voll.
trägt 17. Five Head in den Chat. Wenn das voll ist, tropft es langsam, langsam hier rein. Sagt ehrlich, kein YouTuber, welch professioneller Handwerker im Sch*** machen. 6 Stunden später. Oh, was ist denn hier verkehrt gelaufen? Oh nein. Oh, hey. So, noch alles drauf. Ich habe nicht gelacht. Ich kann ganz schön lachen, weil Löwe lässt ihn hier zu. Oh. Ja, wer mir gegenüber sitzt, muss ich, glaube ich, gar nicht erklären. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Toxic. Es tut alles so weh, Alter. Egal, weiter. Wirf einen letzten Blick auf die Heimat. Hierher können wir nie mehr zurück. Adieu. Zwei Girls im Bett. Digga, dicke Shoutout an LG, Dankeschön. Der Link zu allen Sachen ist in der Beschreibung. Danke. Krieg ich eigentlich auch im Fernsehen? Absolut, ich krieg nicht mal Geld dafür. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.